glaube, wir haben uns gegenseitig gefunden, beziehungsweise wurden wir zusammengebracht über einen gemeinsamen Freund, bevor es die Galerie auch überhaupt gab. Und der meinte, wir sollten uns sehen, und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Nee, ich habe keine eigene Wohnung, ich habe ganz viele Wohnungen, nämlich von vielen Freunden. Und das ist immer schön, wenn ich hier bin, weil dann bin ich immer mit meinen Freunden zusammen und wohne da alles ganz gemütlich. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen rumprobiert. Ich habe eigentlich auch nicht Kunst studiert, sondern Modedesign ursprünglich und bin dann später wieder ein bisschen in die Kunstschiene zurückgegangen. Und diese kleinen Bälle oder die Skulpturen, mit denen ich im Prinzip angefangen habe, auch diese Ausstellung hier aufzubauen, die habe ich am Strand gefunden in Ibiza. Und damit fing eigentlich alles an, weil die haben mich fasziniert einfach als Objekt. Ich habe diese Objekte schon öfter am Strand gesehen, weil ich seit Jahren irgendwie auf die Balearen fahre. Und die haben mich immer fasziniert, aber ich wusste nie wirklich, was ich damit machen soll. Und irgendwann hatte ich einfach die Idee und habe mir die von einer Freundin schicken lassen und habe dann angefangen, Skulpturen zu bauen. Und dann danach bin ich dann mehr in den zweidimensionalen Bereich gegangen, weil man da auch ja, einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Also ich habe erst angefangen, ganz einfach nur mit Strichen zu zeichnen und habe dann später Drucke benutzt, Acryl, Tinte, also alle möglichen verschiedenen Medien, Kohle. Also ich habe mich bisher irgendwie immer treiben lassen und da sind relativ viele Sachen herausgekommen. Und bei mir ist immer so, bei mir kommen die Sachen durchs Machen. Also ich denke mir nicht vorher ein Konzept aus oder das kommt dann eben während der Arbeit. Und manchmal habe ich schon den Drang, mal wieder einen Pinsel in die Hand zu nehmen. Aber im Moment bin ich damit ganz glücklich und es macht super viel Spaß und macht mich glücklich. Und ja, weil ich könnte mir schon auch mal einen Pinsel vorstellen. Farben irgendwie gar nicht im Moment, aber man weiß nie, was kommt. Ja, ich bin total zufrieden und ich finde es auch schön, dass alles mal zusammenhängt. Weil in seinem Studio ist ja immer irgendwie alles ein bisschen chaotisch und durcheinander. Und ich finde es schön, dass das einfach alles mal aufeinander einwirkt und man eben so einen ganz cleanen Raum hat. Und ich finde, das wirkt, also auf mich wirkt es unheimlich beruhigend. Also ich bin ja nicht so viel in Berlin, weil ich eben in London lebe. Natürlich habe ich mich hier in Berlin schon umgeschaut und war in diversen Galerien. Mir gefallen natürlich viele Künstler, aber was mir generell hier in Berlin gefällt, dass es unheimlich facettenreich ist und dass man unheimlich viele verschiedene Sachen sieht und das ist einfach ein Schmelztiegel von lauter Menschen, Künstlern und so weiter. Und das finde ich unheimlich inspirierend. Also ich bin gar nicht auf eine Person fixiert, sondern ich finde das ganze Package irgendwie hat irgendwie was. Ich glaube, die Berliner Kunstszene ist schon freier, weil sie auch generell, glaube ich, ein bisschen jünger ist oder weil natürlich das auch hier viel finanzierbarer ist, Künstler zu sein. In London ist es schon eher gesetzt oder sehr erwachsen in dem Sinne. Es ist ganz anders, aber es ist auch schön. Also für mich ist das eben toll, in diesen beiden Welten zu leben. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.